Nun ist natürlich auch noch interessant, wie viel Kraftstoff diese verbrauchen. Und als erstes werden wir sie mal abwägen, damit wir wissen, wie schwer sie sind. Ich habe hier mal erstens den Drang her. 64,88. Dann haben wir noch den modifizierten S-Bit. 57,72 und jetzt noch den Avenue, den Titan mit 35. So, nun werden wir die mal mit so 20 Gramm befüllen. So, das ist einmal der Drang hier. Jetzt den S-Bit. So. Und noch den Avenue. Der hat einmal ein Schluckchen zu viel. Na, ich denke, das können wir verschmerzen. So, wir werden es jetzt zünden. Und starten. Die Kocher sind nicht vorgeheizt. In circa 1,50 und alle drei laufen auf Vollgas. 3 Minuten überschritten. 5 Minuten. 6 Minuten 30 und jetzt geht es mit ihm schon langsam zu Ende. Die anderen beiden lodern noch. Ja, mein modifizierter verbraucht am meisten, das ist natürlich klar, durch die vielen Bohrungen verbraucht er auch mehr. Die beiden anderen laufen immer noch, aber auch nicht mehr so Vollgas. Jetzt gehen beide doch zur Neige, ziemlich fast ident. Der Avenue hatte ja um eine Spur mehr drinnen. Ich weiß nicht, ob das überhaupt der Rede wert war, aber sie gehen jetzt fast gleichzeitig dem Ende zu. Wir haben aber 8 Minuten erreicht mit 20 Gramm. Der Avenue ist auch aus, es läuft nur mehr der Drang her. Und auch der wird sich gleich verabschieden. Ja, 9 Minuten und jetzt ist auch der Drang hier aus. Eine tolle Leistung, finde ich.